Hallo, Freunde der Filmunterhaltung, und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Kleine, schmutzige Briefe. In diesem Film geht es zurück in die 1920er Jahre und zwar in die Kleinstadt Littlehampton. Und ja, in dieser Stadt tauchen auf einmal merkwürdige Briefe auf mit einem Vokabular, das in der Stadt eigentlich. Nicht auftauchen sollte, denn die sind dort alle sehr gläubig, sehr biblisch angehaucht und so. Und ähm, ja, mit allen möglichen bösen Wörtern, die in dieser Stadt normalerweise nicht verwendet werden würden, tauchen dort Briefe auf. Der Verdacht bzw. die Briefe richten sich an Edith Swan, gespielt von Olivia Coleman. Die kennt man zum Beispiel aus The Crone oder Wonka. Und sie erhält diese Briefe. Und ja, eine verdächtige Person hat man natürlich auch in dieser Stadt. Und zwar die Rose Gooding, gespielt von Jesse Bucking, äh Buckley. Die ähm, kennt man vielleicht zum Beispiel aus ähm, Wild Rose. Und ähm, ja. Sie ist so eine Person, die genau da reinpassen würde. Sie ist am Fluchen wie ein Rohrspatz, am Saufen und dies und das und hasse nicht gesehen. Somit ist sie die absolut verdächtige Person, die es gibt. Ja, und nach einiger Zeit wird sie von ihrer Familie gedrängt, dann zur Polizei zu gehen. Und dort halt ähm, Anzeige zu erstatten gegen Rose. Aber. Rose beteuert ihre Unschuld und äh, sie sagt, sie war es nicht und so. Und eigentlich ist es äh, für alle, für die Polizei und so weiter glasklar, sie ist so eine Person, die hundertprozentig da reinpasst, diese Briefe geschrieben zu haben. Also, warum noch weitersuchen? Warum noch weitersuchen? Denn man hat doch eigentlich alles, was man braucht. Ja, aber eine weibliche Polizistin. Die damals zu der Zeit, der 19 oder noch nicht wirklich ähm, gleichwertig angesehen wurde, aber sich über alle Vorschriften hinwegsetzt, nämlich die Polizistin Gladys Moss, gespielt von Ayana Vazan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die kennt man zum Beispiel aus We Are Lady Parts oder aus der Serie Black Mirror. Und ähm, ja, sie fängt an, Tatsächlich, obwohl sie es nicht soll, Ermittlungen anzustellen. Und das mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Und damit begibt sie sich auch in diverse Probleme, als sie diverse, ja, sagen wir mal, Fortschritte ihren Vorgesetzten präsentiert. Und ja. Diese Stadt ist weiterhin in voller Aufruhr, weil das alles natürlich nicht geheim gehalten werden kann und man hat ja eigentlich schon ihren Schuldigen. Und ja, was dabei alles herauskommt, das werdet ihr in dem Film erfahren. Ja, also dieser Film ist wirklich sehr sehr interessant. Also ich bin ja ohne Erwartungen in den Film reingegangen. Ich habe den auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen und ich muss sagen, der Film ist echt gut. Der Film macht wirklich Spaß. Der Film äh, ist auch zu einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich richtig spannend. Und da wird natürlich auch mit, ähm, also die Kostüme die sind auch richtig cool und auch diese, diese Location zu, die gefilmt haben, das hat mir auch richtig gut gefallen. Wer jetzt irgendwelchen ähm, Film mit Hau, Druf und Puff und Peng äh, mag, für den ist der Film nichts. Also, der Film ist wirklich geerdet. Der sogar, ähm, der Film beruht sogar auf einer wahren Begebenheit, denn ähm, dieser Skandal hat es tatsächlich in den 1920er Jahren auch gegeben. Also somit ist er. Man kann sich das eigentlich so gar nicht vorstellen. Dass das wirklich alles so passiert ist. Aber es ist tatsächlich passiert und ähm, ich muss auch sagen, die schauspielerische Leistung ist grandios. Also sowohl, ähm, ähm, Jesse Buckley passt da wirklich, äh, spielt diese Rolle wirklich so was von hundertprozentig geil. Also man kauft dir das wirklich ab, als dass wenn die wirklich so eine Person wäre. Und auch äh, Olivia Coleman, also die hat auch wirklich da genau eine Rolle gefunden, wo die auch auch super reinpasst und auch Manaya. Äh, äh, Anjana. Also man kauft ja auch wirklich diese, diese, diesen Zwiespalt ab zwischen, ich übertrete jetzt eine Grenze, aber ich muss das tun, um vielleicht jemanden unschuldigen rauszuhauen. Tue ich das jetzt? Tue ich das jetzt nicht? Und dies und das und so. Das ist wirklich echt, also dieser Film macht wirklich Spaß. Also der ist auch als Krimi-Komödie auch ähm, betitelt und genau das ist er auch. Er ist wirklich Krimi und auch viel Comedy-Aspekte dabei. Und natürlich ähm, nicht gerade der, sagen wir jetzt mal, sensible Humor, sondern ja, der ist schon ein bisschen robuster, sagen wir was mal so. Und ähm, das passt auch hundertprozentig zu dem Film. Der Film ist wirklich echt sehenswert. Und äh, wer so ein bisschen auf diesen etwas... Ja, sagen wir mal, kernigen Humor steht, der sollte sich diesen Film auf jeden Fall mal angucken, denn der ist wirklich super gemacht und äh, mit gerade einmal in Anführungsstrichen 142 Minuten ist er auch wirklich nicht zu lang, denn ähm, die haben ein wirklich sehr gutes Erzähltempo, was auch wirklich mal so ein bisschen ähm, zwischendurch mal ein bisschen Gas rausnimmt. Um dann halt ein bisschen mehr Spannung für die nächste Szene zu erzeugen. Dann wird wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Gas gegeben, um dann die Story so im Gesamten mal wieder ein bisschen, bisschen weiter voranzubringen. Und ähm, ja, das ist ein echt super Film, muss ich sagen. Also, das macht wirklich Spaß. Und auch so, die. ja, ich weiß nicht, ob ich mit den Kostümen so einverstanden bin. Ich weiß zwar jetzt nicht, was sie. Leute in den 1920er Jahren in ähm, in, Brit in Britannien so getragen haben, aber ich weiß nicht, die sahen cool aus, also war, waren auch echt interessant gemacht, aber ob das jetzt authentisch ist, also darüber kann ich jetzt wirklich absolut kein ähm, kein Urteil mehr fällen. Aber was ich sagen kann, der Film ist definitiv ähm, sehenswert, ob jetzt im Kino wenn ihr Zeit habt oder gerade das Geld überhaupt, dann könnt ihr euch den noch im Kino anschauen. Ansonsten schaut ihn euch spätestens im Stream an oder auf DVD oder sonst wie ihr euch gerne die Filme anschaut. Denn äh, der Film, den sollte man wenigstens einmal gesehen haben, weil der ist echt super gemacht. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, kleine schmutzige Briefe. Und manche sind schon, könnte man schon sagen, kleine dreckige Briefe, weil die sind schon teilweise schon ein bisschen sehr derbe formuliert. Und äh, ja, es ist tatsächlich ein Film, der auf eine wahre Begebenheit beruht, was man eigentlich gar nicht glauben möchte, wenn man den Film sich so ansieht. Aber es soll es tatsächlich gegeben haben, in den 1920er Jahren. Und. Ja, also Charaktere sind wirklich super dargestellt. Also die Schauspieler passen auch super zu den Charakteren. Äh, die, die, ähm, die ähm, sage jetzt mal, die Drehorte waren cool gemacht und so. Die ganzen anderen Sachen, die da so, so reinspielen, man fühlt sich da wirklich in diese 1920er Jahre wirklich hineinversetzt. Ob jetzt die Kostüme jetzt hundertprozentig authentisch sind, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein kann ich mir vorstellen muss aber nicht sein aber alles in allem ist der Film wirklich schon sehr gut gemacht also finde ich richtig gut ja und ich würde mal sagen ich gebe den Film gebe den Film also auf jeden Fall vier Totenköpfe gebe ich dem Film auf jeden Fall weil der Film einfach wirklich sehenswert ist und der Film macht wirklich sehr sehr viel Spaß und ja das muss ich sagen, also, ich hatte den Film nicht auf dem Schirm gehabt und äh, habe den mal mir per Zufall noch angeschaut wegen meiner Flatrate und weil ich eh gerade da war. Und ich muss sagen, es war wirklich ein, ja, für mich eine positive Überraschung, diesen Film gesehen zu haben. Wenn ihr Bock habt auf sowas, schaut euch diesen Film echt mal an, denn der ist wirklich sehenswert. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.